Bitte schön. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, als ich mich kürzlich mit der neuen BLNV-Präsidentin Frau Fleischmann unterhalten habe über die demografische Rendite, sagte sie, die gibt's doch gar nicht mehr, die ist längst aufgebraucht. Und da hat sie absolut recht, denn Fakt ist, die noch im Haushalt ausgewiesene Rendite ist längst kein Nice-to-have mehr, sondern sie ist bitter notwendig, um überhaupt die Grundversorgung an den Schulen zu gewährleisten. Und das haben Sie, Herr, ist ja gar nicht da, das hat der Herr Minister Spähnle mit seinem Schreiben zur Verwendung der demografischen Rendite zum Schuljahr 15/16 vom 10. Juli selbst einräumen müssen. Denn wenn man auf die nüchternen Zahlen schaut, sind in dem aktuellen Doppelhaushalt 15/16 für das Schuljahr 2015/16 insgesamt 1.125 Stellen noch als sogenannte demografische Rendite ausgewiesen. Aber von diesen genannten Stellen fließen nun allein 444 und damit mehr als ein Drittel überhaupt in die Sicherstellung der Grundversorgung. Und Grundversorgung, meine lieben Kolleginnen und Kollegen von der CSU, bedeutet nicht mehr und nicht weniger als die Abdeckung von Pflichtunterricht. Und das heißt auch, dass wir in anderen Feldern, etwa beim Abbau großer Klassen, nicht wirklich einen Schritt weiterkommen. Und lassen Sie mich an zwei Beispielen das verdeutlichen. So haben bei den Realschulen zum 1.8.2015, die müssen 218 Stellen abgegeben, erhalten aber insgesamt nur 114 Stellen zurück, obwohl es immer noch 750 Klassen mit über 30 Schülern in einer Klasse gibt. Und die SPD weist in ihrem Antrag zu Recht darauf hin, dass für 2015 und 2016 insgesamt 555 Stellen bei den Realschulen zur Disposition stehen, die Realschulen dringend benötigen und die nicht abgezogen werden dürfen. Deswegen unterstützen wir auch den Antrag der SPD. Aber er greift eigentlich noch ein bisschen zu kurz, das hat der Kollege Gehring auch gerade schon gesagt, denn in anderen Schularten herrscht ebenfalls Mangelverwaltung. Die beruflichen Oberschulen etwa sollen mit lediglich 10 Stellen den Ausfall des Pflichtunterrichts bewerkstelligen. Und obwohl wir bereits letzte Woche an gleicher Stelle hier im Plenum festgestellt haben, dass die Personalabdeckung an den VOSBOS mit 92% nicht gedeckt ist. 10 Stellen, meine Damen und Herren, das ist nicht mal mehr ein Tropfen auf den heißen Stein. Die verdunsten schon, bevor sie überhaupt in den Schulen ankommen. Und ich spreche wohlgemerkt immer noch über nur die Abdeckung des Pflichtunterrichts. Und dann kommen ja noch zusätzliche Aufgaben hinzu, liebe Kolleginnen und Kollegen der CSU. Zusätzliche Aufgaben wie der Ganztagsausbau und die Inklusion, die auch Ihrer Version nach forciert werden sollen, kommen noch on top. Und jetzt möchte ich noch einen wichtigen Punkt ansprechen, der sehr sensibel ist. Das sollten Sie genau hinhören. Denn es ist ungut, wenn die Schulfamilie vor Ort den Eindruck hat, dass sie hingehalten wird, dass versprochene Ziele nicht mehr eingehalten werden. Und viele Lehrkräfte weisen zu Recht darauf hin, wir wollen jedem Kind gerecht werden. Dazu brauchen wir aber Zeit, kleine Klassen und vor allem Entlastung. Und die meisten Lehrkräfte sagen natürlich auch, wir wollen allen Kindern, natürlich auch diejenigen, die zu uns als Flüchtlinge gekommen sind, Deutsch lernen und sie in die Klassengemeinschaft integrieren. Doch was macht unser Minister Spähnle? Er spielt die Flüchtlings- und Asylbewerberkinder gegen den seit Jahren vorhandenen Personalbedarf im Schulsystem aus. Das ist unverantwortlich und schürt möglicherweise Ressentiments, die wir unter allen Umständen vermeiden müssen. Denn Schülerinnen und Schüler aller Schularten haben Anspruch auf die Abdeckung des Pflichtunterrichts und die Flüchtlings- und die Asylbewerberkinder sind unabhängig von deren rechtlichem Status schul- und berufsschulpflichtig und haben deswegen auch einen Platz an der Bayerischen Schule. Und Herr Spähnle, es kann nicht sein, dass Sie alles versuchen auszusitzen. Der Landtag muss endlich wissen, wie es wirklich um die Personalausstattung und Versorgung an den Schulen aussieht. Und das ist auch das Ziel unseres Antrags. Wir wollen endlich eine nachvollziehbare, transparente Analyse der Prognose, denn die Sie jetzt vorgelegt haben, ist längstens überholt aufgrund der angestiegenen Zahlen der schul- und berufsschulpflichtigen Flüchtlings- und Asylbewerberkinder. Dass diese
in sehr hoher Zahl in den letzten Wochen und Monaten zugenommen haben, das gestehen wir Ihnen durchaus zu. Aber es reicht nicht, lediglich die Entwicklung der Schülerzahlen darzulegen und deswegen die Zuwanderung kaum zu betrachten. Und da geben wir den Kolleginnen und Kollegen der Grünen in ihrem Antrag ebenso hundertprozentig recht und unterstützen den. Wir müssen auch wissen, wo wir hinwollen. Wo wir hinwollen bei der Ganztagsbeschulung, bei der Inklusion, beim Erhalt der Grundschulorte, bei der eigenverantwortlichen Schule. Und alle diese Aspekte müssen in eine seriöse Modellrechnung einfließen. Und da ist es erlaubt, auch mal dieses Szenario 1, 2 oder 3 mit oder ohne Inklusion, mit oder ohne Ganztagsbeschulung oder mit allen weiteren Faktoren, die ich genannt habe, zu verlangen. Und das verlangen wir mit unserem Antrag und nicht mehr und nicht weniger. Endlich eine seriöse Schülerprognose. Und da muss das Kultusministerium scheinbar noch etwas lernen. Aber ich glaube, auch der Finanzminister müsste eigentlich unseren Antrag unterstützen, weil das fordert er schon lange, dass das Kultusministerium endlich mal rechnen lernt. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Kollege Tomaschko.